Hallo zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Es geht heute wieder looten. Ich habe mir ein neues Gebäude ausgepickt, diesmal auch keine Mission. Und ich werde euch dann mal mitnehmen, falls ihr unterwegs noch ein Gebäude seht, was wir looten sollten. Schreibt mir das dann bitte mal in die Kommentare. Wir fahren da gleich mit dem Motorrad mal hin. Und zwar geht es heute zum Waffengeschäft. Da war ich letztens vorbeigefahren und dachte mir, Mensch, da waren wir noch gar nicht drinne. Warum eigentlich nicht? Wird es mal höchste Zeit, dass wir da hineingehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir jetzt durch ja unser das höheres Level etwas mehr Glück, da drin gute Items, gute Baupläne zu finden. Ich bin gespannt. So, beziehungsweise sieht aus wie eine Waffenfabrik, wenn man das so richtig sieht. Gucken wir uns einfach mal die ganze Sache näher an, um was es sich hier handelt. Werden wir dann gleich herausfinden. Ja, ich kann leider nicht viel mit diesen ganzen Beschreibungen anfangen, kann das ein oder andere so ableiten, was sich dahinter verbirgt, aber im Groben und Ganzen weiß ich halt aber nicht genau, ob sich das lohnt, in die Gebäude reinzugehen, ob es Missionsgebäude eher sind. Daher bin ich da über jeden Tipp dankbar. So, gucken wir mal. Rezeption ist leer. Ich will jetzt erstmal auch keinen Schnulli mitnehmen. Wir wollen erstmal gucken, was es hier zu looten gibt. Ob es hier was zu looten gibt. Ja, alles verriegelt und verrammelt. So gehört sich das auch. So, Bürostuhl gibt es hier. Hier haben wir schon mal Wandtresor, natürlich verschlossen. Und wir haben keine Dietriche mit. Oh, da habe ich noch welche Motorrad. Würde ich jetzt gerne mal wieder versuchen. Guck mal, nee, Motorrad haben wir jetzt auch keine drin. Naja, gut. Meistens ist ja in so einem Tresor auch nicht die Welt drin. Wurden wir doch hier tatsächlich beim Türen öffnen gestürmt? Frage ist nur, wo kamen die jetzt her? Hier hinten. Ist das etwa dieselbe Tür? Tatsächlich. Haben wir uns die Mühe gemacht, hier einen Durchgang zu schlagen und hier geht es sogar nach außen. Nein, es geht hier hinaus. So, hier mopsen wir uns alle Stühle. Holz können wir immer gebrauchen. Und hier haben sie auch wirklich einen schönen Garten. Aloe, Goldrutenpflanzen. Und wir nehmen die einfach mal alle mit. Rausschmeißen können wir sie immer noch. So, weiter geht's. Das war mal ein richtig guter Kühlschrank. Was haben wir hier? Nerd Tates. Stromflächenschadenradius. Katzenfutter Schädelbrecher. Nahkampfschaden 50%. Dauer 5 Minuten. Ist eigentlich relativ wenig, 5 Minuten. Brauchen wir jetzt im Moment auch nicht.
gerade am Überlegen, wo es weitergeht. Müssen wir uns hier durch die Tür boxen oder geht es hier auch bloß nach außen? Wartet mal. Kommen wir hier nicht durchs Fenster sogar? Auch 3000 Hitpoints. Das ist ja wirklich hier eine Festung. Im wahrsten Sinne. Zum Block 2,5. Okay, komm, hier durch jetzt. Okay, warum weiter? Obacht. Ja, weiter. Hier wird nicht geschlafen. Sportlich, sportlich unterwegs. Okay, alles in Ordnung. Jetzt wieder Schotter. Meine Fresse. Hier haben wir einen Ausgang bzw. Eingang entdeckt. Hinten war sozusagen ein Eingang. Mit einem Hase. Und ein Häschen. Ist uns entkommen. Obwohl, wir brauchen die noch nicht. Wir brauchen kein Fleisch. Wir haben genügend. Ja, mit der Waffenfabrik hat das irgendwie nichts zu tun. Baumaterialien en masse. Also Zement haben wir hier drin. Das ist Wahnsinn. Rad und ein Hammer.
Sehe schon. Ach, hier hat man reingekonnt. Hier hat man jetzt auch reingekonnt. Nicht. Da bin ich vorbeigelatscht. Richtig schöne, gefährliche Lootrunde, was wir heute machen. Aber ich sag mal, so ein richtig schönes Geheimversteck haben wir noch nicht entdeckt. Auch noch keinen Hinweis gesehen. Oh ja, hier haben wir schöne Kisten. Oh ja, eine 5er Spitzhacke. Damals schon mal verbessert halt. Was haben wir jetzt hier noch drin? Eine Drahtwerkzeugzange. Und eine rote Farbe. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Dann haben wir alle Kisten. Und ich sehe gerade, wir sind überladen. Jetzt muss ich doch direkt erstmal ausrumpeln. Stühle. Wir hatten Stühle. Wo sind denn die alle? Zerlegen. Jacke 80. Verkauf mal. 9. Zerlegen. Zerlegen. Das können wir direkt benutzen. Unseren Eintopf. Farbe. Angelblei. Ein Stein, der kann weg. Zerlegen. Einmal Glas weg. Einmal Schießpulver weg. Okay, damit haben wir erstmal wieder Platz. Muss hier doch einfach noch weitergehen. Ich wollte gerade sagen, der ist doch etwas gefährlich. Auf! Thank you.
Die Tür des Todes. Oh. Immer wieder passiert mir das. Patronen alle. Überstanden. Jetzt müssen wir bloß aufpassen. Nur noch Pistole. Was haben denn die jetzt alles beschützt? Aha, eine Kiste. Und? Naja. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Stahlwerkzeugteile, okay. Das nehmen wir mit. Pinsel. Raus damit. Ja. Klowasser. Eine Krücke, als wenn wir hier so eine Gehhilfe bräuchten. Willst du mir nicht beschreien? Drei Plätze hat man noch, behalten wir einfach mal drin. Wer weiß, was hier noch passiert. Nichts bringen. Oh Gott. Schatten sehen wir ja schon. Ich will aber noch hier hinter. Ich will noch mal hier hinter. So, wir sind voll. Wir müssen wieder zerlegen. Chrysanthemen. Weg. Goldruden. Weg. Die können wir jederzeit draußen pflücken. Dann hätten wir noch Wasserkrug. Behalte ich nochmal, aber diesmal weg. Dose essen. Benutzen. Rezepte behalten wir, die bringen gut Geld. Wir haben Blei. Hier haben wir noch Angelblei. Zerlegen. Taschenlampe. Zerlegen. So. Jetzt können wir ja unseren Duke mitnehmen.
So, Rezept. Gemüseeintopf haben wir jedoch schon. Rezept Pilzsporen. Hier sind ja richtig schöne Rezepte drin. Kochtopf, Grill, lasse ich diesmal drin. Obwohl, könnte man einfach mit zerlegen. Fleisch weg, das weg. Ah, wir haben zu viel Zeug hier. Wir haben zu viel Zeug. Nee, benutzen können wir nicht. Ich wollte nämlich gerade benutzen, aber ich sehe gerade, da wird uns bloß übel. Jetzt zu viel trinken. Schraubenschlüssel. Einser Schraubenschlüssel zerlegen. Schade, aber wir müssten eigentlich raus. Hier, schon wieder. Weiß gar nicht mehr, wohin damit. Los, guck mal aufs Dach hoch, was da so abgeht. Geier! Wo ist er denn? So viel Action auf dem Dach, da muss es doch weitergehen. Also da hoch müssen wir noch. Da waren wir noch nicht. Ach hier. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das hier so ausartet heute. Schöne Eisenrohr.
So, also ich habe jetzt kaum noch Platz im Inventar. Ich würde jetzt nur noch mal die Schreibtische durchsuchen. Wenn wir was drin finden, was Gutes, nehmen wir das mit. Alles andere lassen wir erstmal hier. Oder es stackt. Das kann auch sein. Dann gucken wir mal. Bleibt hier. Nichts drin. Also es muss ja noch einen Tick weitergehen. Können wir mitnehmen? Warte mal, das können wir beides mitnehmen. Noch eine Brille, eine Nerd-Brille. Das wird schon wieder eng. Ja, entweder war das jetzt eine Falle. Entweder war die Lampe jetzt eine Falle oder ich weiß gerade nicht weiter. Ach, hier geht es gar noch weiter. Was macht er hier drin? Ah, warte. Munition sparen. Jetzt wird's geheim. Oh, oh Gott. Oh Gott. Mach zu die Tür. Was ist denn da drin los? Schön eine in einer Reihe. Das war ein Schreckmoment. Jeden Fall.
Ach, ich nehme es mal mit. Das waren wieder Dinge, die ich eigentlich im Moment nicht benötige. Auch leere Dosen brauchen wir eigentlich nicht. Leere Gläser. Vorhin haben wir sie weggeworfen. Der ist auch hier rüber. Was? Ja. Ich weiß woher. So, geht schon los. Ersten Patronen können wir gar nicht mitnehmen. Weiter geht's. Guck mal, es muss ja hier noch weitergehen. Dort hoch, dort hoch. Blöcken hochbauen oder ist der Weg, wartet mal, hier rausgehen? Ah, nein! Verdammt, der Vögel. Wir sind erschöpft. Haben wir Vitamine mit? Vitamine. Benutzen. So, da kommen wir jetzt nur hier rüber. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Ich will es aber auch nicht nochmal runter, wisst ihr? Goldrutentee nutzen. Haben wir noch was zum Wegessen dabei?
Nee, haben wir nicht. Zwei Slots hätte ich noch. Zwei Slots. Aloe Vera ist jetzt auch nicht so der Bringer. Kaffeebohnen. So, ich wollte mir mal Blöcke bauen. Noch höher müssen wir. So, geht's hier weiter? Ja, geht's. Plus 8 Patronen. Nicht ins Loch. Meine Fresse, das war knapp. Zwei Schuss haben wir noch. Fast keine Energie. Ja, da bist du runtergefallen, wa? So, was machen wir da jetzt? Patronen alle. Patronen alle. Und wir sind überladen. Das heißt, ich muss mal einmal was rausschmeißen. Muss doch irgendwo noch hier so ein Hauptblut geben. So, kurz vorm Ziel geht uns hier wirklich noch die Munition aus. Vielleicht ja leichter reingekommen.
Viele Wege führen nach oben, wenn ich das richtig sehe. Meine Fresse, schon wieder so viele. Bloß nicht runterfallen hier. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ach, hey. Ach, hey, haben wir irgendwas? Medic. Vitamine. Steroide. Und wirklich nichts zu essen dabei, nichts zu essen. Ja, nützt nichts. So, kommt mal her. Warum sind diese Räume so gut bewacht? Hier, weg. Kaffee benutzen. Oh. Gut. Fünfundvierzig Leben. Wir tippeln noch richtig viele rum. Ich sehe uns hier sterben. Das überstehen? Hilft zum Verband. Etwas.
So, zwei noch, das sollte passen. Fetten Waffenschrank haben wir hier und dann ist er verschlossen. Zigarre, die nehmen wir mit. Wartet mal, Büro, Stuhl, wo sind da hin? Hier, raus damit. Kommt. Macht ja hier. Nee. Zu dem rüber kommen wir nicht. Lass doch mal ein paar Patronen drin sein. Uiuiui. Dass es nicht so spannend wird. Das Schlimme ist, wir müssen noch hier raus. Raus aus dem Gebäude. Das hat nichts gebracht. Wartet mal. Warum stand da jetzt diese Lampe nach außen? Ach so, weil wir jetzt hier herumgekommen sind. Ah, alles klar, verstehe. Also geht's doch hier weiter. Essen. Ja, wir bräuchten jetzt wirklich was zu mampfen. Ich um mein Holz. Oh.
Ich hätte so gut jetzt Munition gebrauchen können. Sagen, ach, hier geht's ja noch höher. Da geht's ja noch höher. Wollen wir denn da hochkommen? Ich kann sagen, hier Ziel erreicht, wir sind auf dem Dach. Aber von wegen. So, was zu essen? Natürlich nicht. Einmal herkommen, bitte. Ich komme doch nie wieder raus hier. Bauplan benutzen. Wartet mal, das bringt Gesundheit minus 5. Ist genauso schlecht. Schnell hoch. Thank you.
Müssen weg. Einfach nur weg von da drüben. Ja, müssen wir jetzt hier rausspringen? Oder? Ja, da drüben müssen wir leider nach oben. Ach, ist das ja. Also das ist ja ein Marathon. Was habe ich mir dabei gedacht? Wette, hier sind schon wieder Geier. Oh Gott. Oh Gott. Was kommt da alles an? Also wenn wir sterben, springe ich runter. Das, wenn es unser Loot unten liegt. Triff doch! Fragt mich nicht, wie spannend das ist. Ah, was können wir denn noch hier? Wir haben aber auch nichts, wir haben aber auch nichts. Oder sehe ich es nicht? Wasser. Ausdauerwiederherstellung, ja. Ist ja wenigstens mal was. Ja, die werde ich genauso runterlocken müssen. Guck mal. Wir gucken mal, wie viel kommt. Nein! Nein! Wie zügig war sie drauf? Ach, das ist ja ärgerlich. Ganz oben. Aber ich sag mal, da können wir uns mit Blöcken wieder hochbauen. Das war, glaube ich, eine gute Außenmauer. So, erscheine auf meinem Bett. Glücklicherweise haben wir jetzt nur unseren Rucksack verloren. Und damit würde ich erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gucken einfach mal, dass wir in der nächsten Folge anknüpfen, unser Loot wieder organisieren und dann vielleicht schauen, was es da oben zu holen gibt. Und macht's gut.